Guten Morgen und ganz herzlich willkommen im dänischen Eisenbahnmuseum. Na gut, strikt genau genommen bin ich noch davor, aber alles, was ihr hier seht und viel, viel mehr gehört dazu. Wenn ihr Lust habt, bleibt dran, das wird heute ein sehr interessanter Tag. So, das ging aber flott. 80 dänische Kronen und man kommt direkt durch die Boutique, sprich durch den kleinen Laden. Und wenn man sich dann umdreht, ist man schon mittendrin. Also, das Ganze hier ist wirklich, wie versprochen, riesig. Wir sind im Prinzip hier, wartet mal, ich nehme euch einfach mal mit, dann könnt ihr es gleich auf der anderen Seite sehen. Das Gebäude wurde nämlich jetzt nicht extra gebaut, um hier ein paar alte Loks und Waggons hinzustellen, sondern... Ach, guckt euch mal das an. Wir sind hier wirklich in einem alten Ringlokschuppen. Und im Prinzip ist das Ganze hier auch mehr oder weniger alles angeschlossen. Wenn wir zu unserer Linken uns umdrehen, hier drüben ist der Bahnhof von Odense. So dass das, also wer mal herkommt, man braucht kein Auto. Man kommt hier sehr schön mit der Bahn vorgefahren und hat dann hier drin, ihr seht, der Schuppen ist nicht gerade klein, unglaublich viel anzuschauen. Und nun ja, das fällt wahrscheinlich auch auf den ersten Blick auf. Es ist unglaublich schön auch hergerichtet. Also nehme ich euch jetzt mit, wenn ihr mögt, mal auf eine kleine Erkundungstour. Und weswegen ich auch nicht zum ersten Mal hier bin, hier kann man sich halt nicht nur alles anschauen, sondern vieles, natürlich nicht alles, aber vieles auch wirklich begehen und sich einfach mal so in ein dritter Klasse Abteil reinsetzen und einfach sich mal vorstellen, wie es gewesen wäre, damit mal zu fahren. Ah ja, hier sitzt schon jemand. Und? Habt ihr den Fahrgast eben erkannt? Ja, ja, das war Hans Christian Andersen, der allerdings nicht hier in Dänemark, sondern tatsächlich bei uns in Deutschland das erste Mal Bahn gefahren ist. Und das soll für ihn ein unglaubliches Erlebnis gewesen sein. Er war wohl vorher ein bisschen nervös, aber er gehörte zu denen, die sehr aufgeschlossen waren. Und ja, sich einfach mal an dieses Abenteuer rangemacht haben. Wie gesagt, hier kann man reingehen. Also probieren wir es doch einfach mal. Oh ja, also in dem Zug fahre ich auch gern mit. Na gut. Toilette im Einstiegsbereich? Ja, nicht so ganz spektakulär, ohne fließendes Wasser. Aber wenn wir uns jetzt umdrehen. Ah ja, also in dem Abteil fahre ich nun definitiv auch mal mit. Da sag ich nicht nein dazu. Boah, guckt euch mal die Lampe an. Das hat doch was. Und die Polsterung ist, glaube ich, auch nicht wirklich ohne. Schön, das würde mir auch gefallen. Die Vorstellung, mich jetzt hier reinzusetzen und auch einfach mal so einen Tagesausflug zu machen. Ich bekomme irgendwo ein leckeres Mittagessen zwischendurch serviert. Der Zug rüttelt so vorsichtig vor sich hin so ein bisschen. Ich kann rausschauen, mir die Landschaft beschauen. Herrlich! Und auch zwischen den großen Vorbildern gibt es ab und zu was Kleines zu entdecken. Eine alte Modellbahn in H0 aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ja, die kann man selbst quasi anschalten. Da gibt's einen kleinen Knopf. Momentan fährt hier aber nur ein Zug ganz friedlich seine Runden. Und ganz cool, es gibt auch so ein paar, sagen wir, ein bisschen ausgefallenes Rollmaterial.
Also ich glaube, so etwas habe ich noch nie irgendwo live und in Action gesehen. Nun ja, verschiedene Arten von Draisinen, also von, ja, in dem Fall hier zum Bau benutzten Wagen, handbetriebener Art, habe ich schon gesehen. Ah ja, hier auch nochmal eine. Oh ja, da möchte man natürlich dann in der ersten Reihe sitzen und alle anderen hinter sich arbeiten lassen. Was das ist, erkennen die meisten von euch wahrscheinlich durchaus auf den ersten Blick. Ein alter Schneepflug. Von wann er ist, da dürfte es, glaube ich, schwieriger werden. Zumindest war ich eben genügend beeindruckt. Dieser alte Schneepflug ist schon von 1869. Ja, ihr hört recht, ich habe 1869 gesagt und der war wohl 80 Jahre in Betrieb. Da darf man schon mal beeindruckt sein. Und ja, was das restliche Rollmaterial angeht, egal ob Waggons oder die Lokomotiven, haben ganz verschiedene Hersteller und ganz verschiedene Herstellungszeiten. Aber alles in allem, es ist was zum Schauen und Staunen. Und an der einen oder anderen Stelle innerhalb des Museums gibt es dann spezielle Ausstellungen. Leider bin ich dann für diese ganze Interrail-Zeit, die es mal gab, ein bisschen zu jung. Natürlich kann man auch heute noch international fahren und ich bin ja auch von Hamburg nach Kopenhagen mit der Bahn gefahren. Aber es ist heute natürlich was anderes. Aber an die Züge kann ich mich auch noch gut erinnern und ich bin vor gar nicht so langer Zeit auch mal mit so einem Zug unterwegs gewesen, beziehungsweise mit einem ähnlichen. Oh je, es ist zwar etwas dunkel hier drin, aber es hat eine coole Geräuschkulisse gerade und es erinnert mich tatsächlich an meine eigenen Fahrten mit dem Nachtzug. Gut, zugegebenermaßen nicht mit diesem Nachtzug, aber immerhin mit einem Nachtzug. Ja, ich fahre persönlich, so viel vielleicht dazu, ganz gerne über Nacht. Ich habe immer das Gefühl, da spart man dann einen Tag bzw. eine Übernachtung. Und ich glaube, ich habe ein bisschen die Übersicht verloren. Ich müsste etwas überlegen, wie oft ich schon mit Nachtzug gefahren bin. Von Berlin nach Paris, von Berlin nach Brüssel, von Hannover nach Zürich, von Annecy im Südosten Frankreichs nach Paris. Da kommt, glaube ich, einiges bei mir zusammen. Vorsicht aussteigen. Und die schönste Nachtzugstrecke habe ich noch ganz vergessen. München-Rom. Boah, das ist wirklich eine schöne Strecke gewesen. Stellt euch vor, ihr steigt in München ein. Es ist seit Tagen nieselig. Und ach, das Wetter ist nicht schön und ihr legt euch zum Schlafen und am nächsten Morgen wacht ihr auf und draußen habt ihr so eine herrliche toskanische Landschaft an euch vorbeiziehen. Wunderbar. Zurück jetzt nach Dänemark. In den 1860ern wurde dann Bahnfahren hier in Dänemark so populär. Die Leute haben sehr gerne an den Wochenenden Ausflüge gemacht. Und da war das einfach nicht mehr genug, hier einfach irgendwo Züge lang zu schicken, sondern man hat die Züge einfach verdoppelt, sprich mal Doppelstockwagen bauen lassen. Lasst uns auch mal raufschauen. Super steiler Aufgang. Da muss man ein bisschen vorsichtig gehen, aber... Ach, cool ist es schon. Nur halt... Ja, wie soll ich sagen? Ich bin jetzt nicht so riesengroß. Ich würde sagen Durchschnittsgröße, aber ich stoße mir hier oben gerade den Kopf. Also... Immer gut den Schädel einziehen,
sonst gibt's hier Probleme. Aber ich wette, das war für viele bestimmt ein interessanter Ausflug. Und ihr seht das nächste Objekt der Begierde da unten schon hinter dem Pfeiler hervorschimmern in Orange. Wer kennt sie nicht? Die Olsenbande. Und ja, das hier ist der Original-Traktor von der Olsenbande. Der hat hier ja seine letzte Ruhestätte, seinen Alterswohnsitz gefunden. Und hier haben wir ein besonderes Schmuckstück, die 944. Das ist nicht nur die größte Dampflok, sondern auch die letzte, die in Dänemark gebaut worden ist. Die von diesem Typ wurden bis 1950 gebaut. Und ja, waren als Express, aber auch Güterlokomotiven eingesetzt. Und ihr seht schon, die ist einfach riesig. Also die Kamera verzerrt das jetzt wirklich nicht, sondern sie ist einfach riesengroß. Und ganz cool, man kann rein. Also für alle Freunde des Dampfes lohnt es sich hier umso mehr mal herzukommen, weil man hier auch wirklich mal drin rumklettern kann. Und für alle die von euch, die ohnehin das ein oder andere Mal auf einer Dampflok mitgefahren sind oder noch bis heute mitfahren, ist es vielleicht auch schön, sich die mal anzuschauen. Ich weiß, es ist wieder etwas dunkel, aber wenn ihr vor Ort seid, eure Augen sind adaptiver als diese Kamera. Ihr werdet es vielleicht gar nicht glauben, aber meinen Lieblingswagen oder einen meiner Lieblingswagen, den aus Zwickau, ja, genau den findet man ganz zufällig hier auch. Wie geil ist das denn? Dabei ist die Spannweite von dem, was hier gezeigt wird, enorm. Postkontor, ja, auch einen rollenden Postwagen gibt's hier zu bestaunen. Und auch hier wieder hat man sich viel Mühe gegeben, das Innere so originalgetreu wie möglich zu erhalten, beziehungsweise teilweise dann wahrscheinlich auch nachzubilden. Ich bin begeistert. Und man kann hier wirklich versorgt mit ganz viel Infos. Ja, auf Dänisch, auf Englisch und auf Deutsch. Wirklich durch die Gegend ziehen und auch in einen Wagen des Grauens reingehen. Okay, ein Glück, es ist kein Licht. Ihr müsst die Schweinehälften gerade nicht anschauen. Sie sind natürlich aus Plastik, aber trotzdem, das hat schon so einen Gruselfaktor. Natürlich gibt es auch eine MÜ 1101 von NOHAB hier zu bestaunen. Und ich bin eigentlich immer wieder platt, was für riesige Teile das einfach sind. Wahnsinn, aber wenn man dann bedenkt, was die ziehen können, ja, da muss schon Power hinterstecken. Und hier kann man sie sich zwar leider nur von außen anschauen, aber immerhin anschauen. Und ich glaube, wenn man mal einmal Hand auflegt, ist das auch nicht tragisch. So, hinter mir fällt die Tür zu. Die Mühe war die letzte in der Reihe im Ringluckschuppen, aber hier draußen geht es natürlich weiter. Hier draußen kann man sich
gefühlt verlaufen, aber wer genau hinschaut, sieht, da hinten sind Schilder, Ausstellungsschilder. Also auch das gehört mit dazu und kann alles begangen werden. Und im Hintergrund sieht man sogar einen Zug vorbeifahren. Ja, man merkt einfach die Nähe hier zum Hauptbahnhof von Odense. Es ist nicht zu übersehen und ich finde die dänischen Züge immer wieder total toll, die so aussehen, als würde einfach eine Lok fehlen, vorne und hinten. Und was ich total mag, ist, wenn ihr mal die Chance habt, dabei zu sein, wenn zwei Züge abgekoppelt werden, also wenn ihr in so einem Zug sitzt, der irgendwo getrennt wird, die Vorbereitungen vorher, richtig vorher kann man durchgehen und kurz vor dem Abkoppeln werden die drinnen dann so umgestellt, dass quasi zwei getrennte Fahrerkabinen entstehen und das ist schon einigermaßen cool anzuschauen. Ja, ihr merkt, es gibt hier nichts, was es nicht anzuschauen gibt. Und das hier ist übrigens der älteste Personenwagen. Wieder schön restauriert, hergestellt. Aber es ist definitiv der älteste Personenwagen, der hier in Dänemark jemals gefahren ist. Und wer ganz aufmerksam ist und einen Außenaufgang, einen gewissen wählt und dann die Tür nach außen entdeckt und das kleine Hinweisschild, kann hier einmal einfach in die Werkstatt schauen. Es ist Wochenende, es ist natürlich nichts los, aber man sieht, hier wird normalerweise wirklich gewerkelt. Boah, und die wird bestimmt hier vorne auch wieder richtig schön hergerichtet. Da hätte ich auch Spaß dran. Ich bin zwar jetzt, was Technik angeht, gerade Elektronik angeht, nicht der größte Held, aber so insgesamt dieses Werkeln, das könnte mir gefallen. In der oberen Etage gibt es dann ganz viele Infos. Im Prinzip rings um die Eisenbahn. Natürlich, ihr habt es gerade gesehen, von Katastrophen. Aber über die Technik, was es da nicht alles an Entwicklungen im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte gegeben hat, wird hier nochmal dargestellt. Und damit sind wir wieder am Anfang unserer Erkundungsreise. Ihr habt hoffentlich gesehen, wie viel es hier zu erleben und zu schauen gibt. Hier kann man wirklich einen ganzen Tag verbringen. Es gibt auch Gelegenheiten zum Sitzen, zum Essen. Ja, das Café hat nur in den Ferien geöffnet, also man kann sich problemlos was mitbringen. Es gibt die Möglichkeit, Taschen einzuschließen. Ja, einen kleinen Spielplatz draußen, damit die Kinder zwischendurch vielleicht mal sich so ein bisschen austoben können oder dass man sich auch einfach mal ausruhen kann. So eine Ecken gibt's auch. Und ja, alles in allem bin ich gerne hier. Ich bin nicht zum ersten Mal hier. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, hat wahrscheinlich auch das gemerkt. Wenn ich in der Gegend bin, komme ich halt hier ganz gerne vorbei. Und damit verabschiede ich mich dann erstmal für heute von euch. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen und hören uns bald wieder. Tschüss!